Liebe Grüße nach München. Wir sind hier im Raum Hannover, im Großraum Hannover, im schönen Niedersachsen, genauer gesagt im Bereich der Mittelweser. Man kennt es, flaches Land, die Mittelweser, oder die Region der Mittelweser ist bekannt für tollen Spargel, aber auch viele Familien kommen hierher, nicht weil das Steinhuder Meer um die Ecke liegt, nein, weil hier natürlich der Dinosaurierpark ist, und hier sind wir und ich habe ein wahnsinnig tolles Utensil in der Hand. Ich kann dazu nicht so viel sagen, aber mein Gesprächspartner dafür umso viel mehr. Hier im Dinosaurierpark. Ich freue mich sehr, dass wir noch hierher kommen konnten. Nils Knötschke, er ist der wissenschaftliche Leiter des Parks. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Hallo. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Dinosaurierpark. Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich ist es ein Naturdenkmal. Genau, eigentlich ist es ein Dinosaurier-Freilichtmuseum, das sich um einen Originalfundort gebildet hat. Also wir müssen uns das so vorstellen, hier sind wirklich Dinosaurier langgelaufen vor 140 Millionen Jahren. Das ganze Gebiet hat eine Fläche von in etwa 15.000 Quadratmeter und man sieht hier originalgetreue Nachbildungen, also 1:1 von den Dinosauriern vor, Sie haben es eben gesagt, in etwa 150 Millionen Jahren. Ich glaube 220, 230 an der Zahl sind es hier, ja, die hier dargestellt sind. Genau, also der ganze Park bevölkert von Dinosauriern, über 230 Modelle in Originalgröße, in Lebensgröße. Und es kommen immer wieder neue Tiere dazu, weil wir orientieren uns immer wieder nach neuen Funden und Entdeckungen. Wir haben uns hier eine ganz besondere Stelle ausgesucht, liebe Zuschauer. Das ist der weltberühmte Tyrannosaurus Rex. Man sieht ihn oder man hat ihn gesehen im Jurassic Park, Jurassic World. Ich habe hier einen Zahn, dieses Monstrum, so muss man sagen, denn sympathisch wirkt er wirklich nicht, hier in der Hand mit einer Beißkraft. Und da habe ich vorhin wirklich gestaunt, als Herr Knötschke mir das sagte, von sage und schreibe 3,5 Tonnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, richtig. Also wenn man sich vorstellt, ein Löwe hat ungefähr 800 Kilogramm Beißkraft. Und ja, der Kamerad hier hinter uns, der hätte dann vielleicht ein Auto auch in der Hälfte durchgebissen. Was soll ich Ihnen sagen, liebe Zuschauer, eine Schuhgröße, die wollen Sie nicht wissen, von mindestens 200. Der Park selber hat aber noch viel mehr zu bieten, nicht nur den Tyrannosaurus Rex. Ja, das ist im Grunde eigentlich noch ein recht kleines Exemplar. Sie haben auch noch viel größere, ich glaube 45 Meter lang ist der längste, der größte. Genau, also der Seismosaurus, die Erdbebenechse, das ist ein Tier, das so lang wurde wie ein Schulbus, muss man sich vorstellen. Und der hat eben die Erde zum Erbeben lassen und deswegen heißt er auch Seismosaurus, die Erdbebenechse. Bei dem Rundgang vorhin haben wir gesehen, es gibt ein Fossilienhaus, das heißt, dort sind Fußabdrücke rekonstruiert, sichergestellt. Ich glaube 250 Stück an der Zahl. Wie alt sind die? Also die Fußabdrücke, die hier abgelagert worden sind, sind 139 Millionen Jahre alt. Und das ist eben auch hier in der Mittelweserregion das Alleinstellungsmerkmal dieses Dinosauriermuseums, dass wir hier im echten Fundort arbeiten können. Und die Region hat noch viel mehr zu bieten. Wir haben nicht nur Dinosaurierfußabdrücke hier gefunden, sondern eben auch von anderen Tieren wie Mammuts gibt es hier auch Knochen. Das stimmt, die noch nicht so alt sind. Vielleicht ganz wichtig, die Öffnungszeiten. Wenn ich mit meiner Familie hierher kommen möchte, ja, wie komme ich hier in den Park und wann komme ich in den Park rein? Also das Reich der Dinosaurier öffnet von 9 bis 18 Uhr und ja, dann hat man genügend Zeit, hier alles zu erkunden. Liebe Zuschauer, dann kommen Sie hierher in die schöne Weserregion und dann besuchen Sie natürlich auch den Dinosaurierpark in Münchehagen. Ein tolles Ressort und vielleicht sehen Sie auch den Herrn Knötschke mit einem tollen Zahn umherlaufen. Dann wissen Sie ganz genau, dieser Zahn gehört zu diesem Sportsfreund hier, zum Tyrannosaurus Rex. Aber natürlich können auch Kinder hier vollends auf ihre Kosten kommen. Es gibt eine tolle Halle, dort kann man Gold schürfen, dort kann man nach Halbedelsteinen suchen. Ich glaube, das ist auch ein tolles Erlebnis. Nicht nur für die Kinder, auch für die ganze Familie und natürlich können sie sich auch hier noch verköstigen. Also alles in allem wäre das ein wunderbarer Familienausflug hier in Niedersachsen, in dem Bereich Mittelweser. Vielen herzlichen Dank, Nils Knötschke, und ich hoffe, toi toi toi, auf ganz viele Besucher im Park. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, damit zurück nach München und wir sehen uns morgen aus Hannover, Stadt und Natur, so wird das Thema heißen, und dann direkt aus den Herrenhäusergärten.